Hey, meine lieben Freunde, und schön, dass ihr wieder am Sonntag bei Luna der Shadow Dust reinschaut. Folge 6 müsste das jetzt sein. Wir haben uns ja letztes Mal wieder vereint. Ich und die gute Bloody. Jetzt schauen wir mal, was uns das hier weiterbringt. Hier sind irgendwelche Blumen. Kann Bloody mit den Blumen irgendwas anfangen? Nö, wir müssen einfach nur die Leiter hoch. Und da einfach reingehen. Bloody, ist schon oben, aber ich will nicht. Anscheinend. So, mal schauen, was uns hier erwartet. Okay, sieht schon mal ziemlich nice aus. Hier wird auch wieder so eine kleine Geschichte erzählt. Finde ich schon mal gut. Anscheinend hat es mal Leute geben, die gerne Äpfel pflücken, also Nahrung für ihr Dorf wahrscheinlich. Und die Zauberer hier, die haben dafür gesorgt, dass die Bäume auch wieder wachsen, also Obst tragen anscheinend. Was bewirkt das? Geht das noch weiter? Okay, da kriegen sie Laub. Und da haben sie Früchte. Und da ist Winter. Okay, da hat sich jetzt eine Tür eröffnet. Aber gehen wir mal hin. Okay, die ist abgesperrt. Kann Bloody irgendwas hier machen? Nö. Also ich kann nur den Knopf betätigen. Also die Tür hat sich jetzt verschlossen. Wir müssen jetzt. Okay, jetzt ist die Tür wieder auf. Aber wir können hier. Wir müssen hier was machen, damit wir weiterkommen. Aber was? Okay, jetzt Licht. Ah, jetzt ist Licht raus. Jetzt können wir da raus. Oh, wow. Ich glaube, da kann Bloody ruhig schon hinterher. Die soll ja das aussehen können. Die soll ja auch ein Recht haben, ob es was Schönes. Wow. Okay, wir können hier lang. Setzt er sich da drauf? Ne, er stellt sich da drauf. Okay, dann brauchen wir Bloody als Gegengewicht. Leute, ich hoffe, du hast gut gefrühstückt, dass du ein bisschen was auf den Magen hast, dass du so Gewichte neben machen kannst, ja? Okay, Bloody ist federleicht, da, die kann essen, was sie will. Wenn ich mich hier draufstelle. Okay, macht das gleiche, wenn ich jetzt da mich drauf hüpfe mit Bloody. Passiert nichts. Okay, anscheinend sind wir die einzigen, die schwer genug sind, um das runterzudrücken. Gehen wir einfach mal weiter, schauen uns mal weiter um. Hier ist ein Brunnen. Ach, zu weit oben. Frage, kann Bloody auf uns draufspringen? Schauen wir mal. Also wir können uns nur andeuten, dann spielen wir wieder den und den. Oder haben wir irgendwas, um das zu, damit man drauf kann? Okay, hier ist ein Stock. Und da ist wieder eine Tür. Das wird ein bisschen größeres Rätsel, habe ich das Gefühl. Kann Bloody den Stock einfach wegnehmen? Sie kann da drauf hüpfen, okay. Und jetzt, was bringt das? Jedenfalls ist hier so ein Ringsaal, wo du das hinfließt. Okay, das ist merkwürdig. Ich lass mal Bloody da hocken, die darf man so auf dem Baum chillen. Ich schaue jetzt einfach mal auf die andere Seite, was da ist. Okay. Interessant.
Wenn ich jetzt wieder. Ich lass mal Bloody da in diese Welt, ja? Bloody darf ein bisschen in dieser Welt existieren. Ich mach mal hier ein Stück weiter. Bloody? Beide Figuren einmal im Garten versteinert. Das sind wir. Interessant. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn ich jetzt sage, Bloody, spring runter. Ist ja da. Ah, interessant. Warte mal, ich gehe jetzt mal schon mal dahin. Also hierhin. Das ist echt cool gemacht. Und ich weiß auch, dann weiß ich aber auch, wie ich schon das Maul da von dieser Statue öffne. Das ist sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Und jetzt kann ich hier raufsteigen. Und das betätigt. Oh. Du kommst doch ran. Ja, okay. Man, die Entwickler sind da schon wieder ein bisschen pingelig. Wir müssen ein bisschen weiter hier hin. Alles klar. Aber jetzt, Sir. Ja, okay, was bringt das jetzt, wenn wir da jetzt das machen? Grüner Daumen, der Baum mehr als 20 Mal gießen. Ja, okay. Weiß jetzt nicht, was das hier bringen soll. Wir gehen mal hier ein Stück weiter, dann hüpfe ich jetzt mal hier drauf. Dann wechsle ich zu dem hier. Dann hört man das Geräusch schon. Okay, was bist du? Okay, wenn ich jetzt auf ihn wechsle. Ach ja, stimmt, da bin ich nicht schwer genug. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoll. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen länger zu tun haben. Schauen, ist da Bloody, die Bloody ist immer noch eine Statue. Und wenn ich jetzt mich wieder hier draufstelle und die Biene rauskommt, dann ist die wieder enttäuscht. Meine Vermutung ist, wir müssen so lange den Baum hier bewässern, bis er blüht. Weil hier hat er normalerweise Blüten.
Aber bei an unserer anderen Welt nicht. Steig halt drauf. So, mal sehen, ich probiere jetzt mal was anderes. Okay, das ist irgendwie. Wir müssen, glaube ich, beide noch mal raus. Raus hier, komm. So, jetzt nehme ich noch mal mich. Okay, dann schicke ich einen Winter raus dem Bloody und stellt sich hier rauf. Dann gehe ich wieder her. Dann gehe da auch mit raus. Ah, schaut mal, jetzt ist sie Stein, die gute Bloody, und wir haben hier Blüten. Jetzt müsste halt mir eigentlich die Biene glücklich machen. Okay, sie bestäubt anscheinend. Ah, okay. Und wenn ich jetzt hier hingehe und das mit was? Ja, okay, da müsste Blo wir gehen jetzt mal zum Brunnen, bis zum Brunnen hin. So bis hier hin. Dann gehen wir die Bloody auch dahin. Alter, sind das riesige Schneeflocken. Huhu. Möchte nicht wissen, wie kalt es ist. So, jetzt wechseln wir wieder dahin. Stellen uns hier drauf. Jetzt mal schauen, was passiert. Ja, passiert eigentlich gar nichts, glaube ich. Wir machen trotzdem ein paar Mal. Nur zur Sicherheit. Warte auf, jetzt kommt jetzt die Errungenschaft. Du hast 50 Mal den Baum gegossen. Bei den Spielen davor, das gibt es ja auch. Du hast 100 Bäume gefällt. So, jetzt gehen wir nochmal raus. Und nehm, machen wir die nächste Jahreszeit. Ah, schaut mal. Also war das schon mal richtig. Die nächste Jahres. Ah, okay, man sieht's hier. Ist ja die und da brauchen wir Wasser. Glaube ich zumindest.
Es sollte eigentlich was passieren. Oder? Ich teste nochmal. Ich gehe nochmal zur Tür raus. Weil man sieht ja hier diese runden Beeren, ja? Da dachte ich eigentlich, das wäre schon richtig. Da schauen wir mal bei dem hier. Wow. Okay, das ist ja... Von heute auf, weiß schon. Komplett anders. Das sieht so savannenmäßig aus. Weiß nicht, ob jetzt was passiert. Da, jetzt passiert was. Oh, schön. Also war das schon mal richtig. Jetzt haben hat jeder Früchte. Ich warte mal, ich mach mal nochmal. Nur zur Sicherheit. Nee, das war's schon. So, jetzt. Brauchen wir noch Bloody nochmal? Ich glaube ja. Lass uns mal nochmal da stehen, die Bloody. Da seht ihr jetzt nochmal das hier. Okay, jetzt kommt hier so eine Art Stern, wo die Vögel verjagen sollte. Weiß nicht, vielleicht müssen wir jetzt da quasi das gleiche nochmal machen. Aber es gibt ja sonst nichts anderes hier. Okay, die Biene kann uns da leider nicht mehr helfen. Ich schaue mich mal hier um. Also ich kann hier nichts mehr machen anscheinend. Muss uns Bloody irgendwie helfen, glaube ich. Vermute ich mal. Was ist jetzt, wenn ich mich da drauf stelle? Nee, da komme ich ja nicht mehr ran. Grübel, grübel und studier. Die Biene hier bringt ja nichts mehr. Oh, hier ist auch keine Tür. Oder doch? Also ich bin den ganzen... Moment, ist die Tür hier weg? Ja, okay. Dann weiß ich, was ich machen muss. Glaube ich. Aber schaut mal, da haben wir irgendwie... Ein Zauberstab, aber hier ist nichts drin. Ah, das war schon richtig gewesen. Was ist hier? Achso.
Weil jetzt können wir Bloody da rausholen hier. Aber irgendwas hat das noch mit diesem komischen Stecken unterm Baum was zu tun. Na, schauen wir mal, wenn ich jetzt wieder zu den Früchten wechsle. So. Wenn ich jetzt hier raufhüpfe. Ah, die mögen mich nicht anscheinend, ha? Ich frage mich bloß mal, ob ich den Stecken nicht wegmachen kann. Okay. Ich habe eine Idee. Müssen beide noch mal rausholen. Ich versuche mal was. Ich lasse mal. Ja, ich muss. Wie ist das? Wie kann ich das jetzt am dümmsten machen? Ich glaube nicht, dass wir als Bloody hier den Scheiter können wir nicht betätigen. So. Ich schicke jetzt mal die Bloody hier rein. Nee, andersrum. Wir müssen nochmal Winter machen. Ja, mit unserer. Ja, du bekommst jetzt mal dein Bloody. Ein bisschen durcheinander hier und so. Wir machen nochmal Winter. Dann darf sie da reinhüppeln. Nee, das ist falsch. Ha, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ey, komm mal hier. Das ist immer so im Weg stehen ist. Wir machen jetzt mal Folgendes. Zack. 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 Ich schmeiß. Ah, Grübel. Wenn ich jetzt Bloody da in den Zeitraum reinschmeiße. Dann. Mich dann hier. Zu den Früchten transferiere. Ihr versteht, was ich meine. Bloody müsste hier drauf springen. Also ich müsste mich da als Steinstatue hier hinstellen. Aber leider ist ja dann keine Tür hier. Ihr versteht das Prinzip? Ich könnte quasi jetzt hier drauf springen. Dann hier auf den Kopf. Und dann hier hin. Aber das müsste ich machen, da wo die Vögel sind. Also von mir haben sie ja keine Angst. Das sieht man ja.
Also müsste ich es irgendwie schaffen, dass ich quasi da, wo die Vögel sind, aber andersrum, Bloody muss da sein, dass ich bei ihr da Stein bin. Weil ich glaube, bei mir ist ja die Tür hier weg. Ich müsste quasi nochmal. Sie wieder hierher holen. Müsste die Tür ja wieder da sein, ja. So, jetzt muss ich schauen. So, jetzt habe ich es vielleicht hinbekommen, Freunde. Ich bin jetzt da, wo die Blüten normalerweise sind. Und Bloody ist bei den Früchten. Ah, schaut mal. App. App. Und schon sind sie weg. Und die Früchte sind wieder heil. So, das heißt, ich muss jetzt hier wieder rausgehen. Ist wahrscheinlich das nächste schon fertig. Jupp. Jetzt muss ich aber erstmal die gute Bloody wieder herholen. Also muss ich zu den Früchten-Dings hingehen. Ich meine, hier ist so ein Korb. Ich meine, die sammeln das ja in Körbe, aber ich kann mit dem Korb nichts machen. Kann die gute Bloody den Korb. Oh, jetzt wird's wieder geplumpst. Boing. Warte mal, kann sie. Ich glaube nicht, dass sie den Korb ziehen kann. Ja, irgendwie müssen wir ja den Korb jetzt reinholen oder so. Nee, den Korb kann sie nicht reinziehen. So, jetzt ist die Frage, wie. Pfeifo Farm. So, das ist ein sehr anspruchsvolles Rätsel. Hammeriös. Macht richtig viel Spaß. Aber es ist ein bisschen anstrengend. Aber nur ein klein bisschen. Okay. Jetzt fällt so eine Frucht runter. Kann man was mit der machen? Wir können sie rauskicken. Dann wird das jetzt auch erledigt, oder? Mal Bloody hier runter. Weil jetzt müsste nur normalerweise das der Schlüssel sein für die Tür. Sorry, Bloody. Boing. So, gehe ich mal hier zur Seite. Das hier einsetzt und dann. Wow. Und Sesam, öffne dich. Bloody. Hey, die will sich verstecken. Nee, komm jetzt. Hier wird nicht versteckt. Das war schon die Abteilung. Also, das ist der Raum. Nicht Abteilung. Oh wow, okay, große Bücherei. Aber wenn ihr wissen wollt, was hier es alles zu lesen gibt, außer Harry Potter wahrscheinlich, dann schaut in die nächste Folge rein von Luna der Shadow Dust.
Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die neue Woche. Tüdelö.